Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben und damit herzlich willkommen bei Media for You. Wenn wir das Wort Sucht hören, dann denken wir in erster Linie an Drogen oder Glücksspiel, an Alkohol oder Zigaretten. Kaum jemandem kommt das Phänomen Internetsucht in den Sinn. Ich zum Beispiel kontrolliere täglich meine E-Mails und bin im Internet. Bin ich deshalb süchtig? Sicherlich nicht. Doch die Anzeichen einer Mediensucht sind für Außenstehende nicht leicht zu erkennen. Weitaus problematischer: Internetsucht ist bis heute nicht offiziell als Krankheit angesehen und das macht es für Betroffene oft schwierig. Aber was genau ist nun Internet- oder Mediensucht? Die Internet- oder Computerspielsucht zeichnet sich im Unterschied zur Drogen- oder Alkoholsucht nicht durch den Konsum von Substanzen aus, sondern durch die exzessive Nutzung des Internets. Die virtuelle Welt kann im Extremfall zum Ersatz für soziale Kontakte werden. Soziale Isolation ist die Folge. Besonders gefährdet depressive und einzelgängerisch veranlagte Menschen. Für viele ist die virtuelle Welt eine Fluchtmöglichkeit, wenn sie mit den Alltagsproblemen nicht mehr klarkommen. Problematisch zudem, dass Internetabhängigkeit auch als Überbegriff für Online-Kaufsucht, Computerspielsucht oder Online-Glücksspielsucht verwendet wird. Und Krankenkassen diese Abhängigkeiten bisher nicht als Krankheit erkennen. Betroffene müssen daher meist selbst für ihre Behandlungskosten aufkommen. Wir haben uns einmal auf der Straße umgehört. Glauben die Menschen, dass sie bereits vom Internet abhängig sind? Also ich denke mal, ich nutze es nicht so oft, aber ich kenne genügend Leute, die wahrscheinlich mehr wie die Hälfte des Tages darin verbringen. Internet, das mag ich immer noch sehr, sehr gerne, muss ich ehrlich zugeben. Da bin ich auch meiner Ansicht nach schon so ein bisschen drauf erpischt, tagtäglich drin zu sein und ohne kann ich mir gar nicht vorstellen. Also doch, ich habe das mal gehabt, da hatte ich mir so ein kleines Facebook-Verbot verordnet, weil ich dachte, okay, ist jetzt too much und braucht es dann auch nicht. Aber so grundsätzlich muss ich mich da, glaube ich, nicht kontrollieren, weil ich das schon im gewissen Rahmen habe. Also ist jetzt nicht so übermäßig viel. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, schalte ich mein Handy aus, habe kein Internet oder versuche das auch, das möglichst zu umgehen. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Sucht ist. Das kann ich an mir selber bemerken. Wenn man so vor dem Fernsehen sitzt, kommt man kaum weg davon. Also abhängig würde ich sagen, bin ich absolut nicht. Ich benutze sie zwar relativ oft, so auch um für Schule irgendwas zu recherchieren oder halt Fernsehen zu gucken, weil es sonst nichts Besseres gerade zu tun gibt. Ich wache morgens auf, lese die Zeitung, die neuesten Nachrichten. Abends gucke ich Nachrichten, auch im Internet. Ja, also 2 Stunden circa. Fernsehmäßig schon einiges. Ich bin ein intensiver Fernsehschauer und Internet 1 Stunde täglich. Internet langweilt mich das, momentan, würde ich sagen. Also ich finde das jetzt auch nicht unbedingt so berauschend, dass man da stundenlang davor sitzen muss. Es gibt auch andere Hobbys oder Aktivitäten, die man ausüben kann, als jetzt stundenlang vor dem Computer zu sitzen. Wissen Sie eigentlich, wie viele mediale Geräte Sie zu Hause haben? Na, überlegen Sie mal. Ich wette, Ihnen fallen gar nicht alle ein. Ich zeige Ihnen mal, was am häufigsten in deutschen Haushalten vertreten ist. Spitzenreiter: das Handy. Dicht gefolgt vom Computer bzw. Laptop. Erst an dritter Stelle kommt der Fernseher. Zu rund 90% ist in jedem Haushalt ein Radio vertreten und mit ein wenig Abstand auch ein MP3-Player. Die Verkaufszahlen von Tablet-Computern steigt zwar von Jahr zu Jahr, mit 36% sind sie aber momentan noch Schlusslicht. Wie schätzen Experten das Thema Mediensucht ein? Ja, das bedeutet für uns erstmal eine klassische Suchterkrankung, nur mit dem Unterschied, dass dem Körper eben keine Droge direkt zugeführt wird, sondern dass ein bestimmtes Verhalten exzessiv, zeitlich ausufernd ausgeführt wird und dadurch eben ganz ähnliche Symptome auftreten können bei dem User wie bei einem klassischen Suchterkrankten. Das sind dann aber eben Welten, die so komplex sind und auch so viele Beziehungen dann wirklich abbilden können, dass man sich da problemlos eben viele, viele Stunden bewegen kann und dort halt eben, wenn es dumm läuft, genau die Belohnungen, die Gratifikationen bekommt, die man im realen Alltag sich nicht verschaffen kann. Und wenn dann halt eben die Belohnung in der virtuellen Welt
schöner sind, toller sind, häufiger sind als die Frustrationen gegenüber den Frustrationen im Alltag, dann ist halt die Neigung bei bestimmten Persönlichkeiten, die halt auch eine Prädisposition, also eine Veranlagung dafür haben, dann da, sich diesen Medien verstärkt zuzuwenden. Und dann ist der Weg in die Sucht da. Das reale Leben muss schwer beeinträchtigt sein. Und das Verhalten der betroffenen Person muss ausgerichtet sein auf den Suchtmittelkonsum, sprich dann eben jetzt zum Beispiel das Computerspiel oder die Internet-Communities oder so. Also das heißt sozusagen wirklich, mein reales Leben leidet darunter, dass ich hauptsächlich Medien konsumiere und ich richte mein ganzes Verhalten, mein ganzes Denken auch wirklich darauf aus, Medien zu konsumieren. Also die Online-Sucht oder Medienabhängigkeit oder Internet- und Computerspielabhängigkeit kann man nicht einfach nur an der Stundenzahl bemessen, wie lange jemand im Internet ist oder Computerspiele spielt. Das spielt zwar auch eine Rolle, ist auch ein Faktor, aber die entscheidenden Faktoren sind eigentlich, was an Problemen bei den Menschen in deren Leben auftritt, was sie alles vernachlässigen. Also die Familie, die Kinder oder wenn sie Kinder und Jugendliche sind, die Schule, den Sport, die Freundschaften, wenn also immer mehr soziale Kontakte wegbrechen und nur noch das Internet und die Computerspiele dazu da sind, einen froh zu machen, dann kann eine Abhängigkeit entstehen. In Deutschland finden Betroffene immer mehr Hilfsangebote. Neben Beratungs- und Anlaufstellen gibt es Fachkliniken und Psychologen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Auf der Homepage des Fachverbandes Medienabhängigkeit sind die entsprechenden Adressen einzusehen. Wenn man sich die heutigen 40-, 50-Jährigen anschaut, für die sind diese ganzen Angebote dann doch eher die böhmischen Dörfer. Und man hat es nicht gelernt, sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Entsprechend ist da die Suchtgefahr eine geringere als bei den Jüngeren, wo es einfach allein durch mehr Nutzer die Wahrscheinlichkeit, auch Suchtgefahr zu entwickeln, deutlich größer ist. Wir haben, wenn wir uns mit der Mediensucht befassen, eine ganze Vielzahl von einzelnen Anwendungen, die unterschiedliches Suchtpotenzial haben können. Ja? Also so etwas wie E-Mail lesen ist eher jetzt weniger gefährlich. Es gibt auch nicht so etwas wie suchtartiges MP3 hören, ja? Aber hingegen so etwas wie suchtartiges Computerspielen über internetbasierte Rollenspiele beispielsweise oder eben auch suchtartige Nutzung von Internetglücksspielen. Ja? Das ist schon eine häufigere Form von einer Mediensucht, also eine Subform von Mediensucht sozusagen. Also es scheint so zu sein, dass vor allen Dingen Computerspiele, die man im Internet spielt, abhängig machen. Also insbesondere Online-Rollenspiele oder auch First-Person-Shooter wie Counter-Strike, die man auch übers Netz spielen kann, dass das besonders abhängig macht. Also wenn die soziale Dimension dazukommt, das gemeinschaftliche Spielen. Reine Konsolenspiele scheinen weniger abhängig zu machen. Ich konsumiere viel zu viele Informationen. Das führt dazu, dass ich müde werde. Das heißt also, was ich erleben könnte in der nächsten Zeit, was aber auch ein gesellschaftliches Phänomen wird, ist der Online-Burnout. Das heißt also, so viele Informationen in sich geschlungen zu haben, dass ich kapituliere vor diesen Informationen. Ein Bild bildet sich ja im Hintergrund mit all diesen Informationen, das mich überwältigt und dementsprechend ich vielleicht auch definitiv irgendwann mal sage, jetzt reicht's mit dem Online-Sein. Ich möchte einfach nur noch das nutzen, was notwendig ist und wieder zurückkehre zur Natur und zu dem, was ich eigentlich bin, wofür ich bestimmt bin, und zwar zu leben. Aber wie viele Menschen sind nun genau betroffen? Wie viele Menschen in Deutschland sind wirklich internetsüchtig? Laut einer Studie sind nach neuesten Untersuchungen mehr Menschen internetsüchtig als glücksspielabhängig. In Deutschland rund 560.000. Das entspricht 1,5% der Bevölkerung. Die Altersgruppe der Teenager und jungen Erwachsenen, also die 14- bis 24-Jährigen, gelten als besonders problematisch bzw. suchtgefährdet. Vor allem die in den letzten Jahren stark angewachsene Computerspielindustrie führt zu immer neuen Problemen. Meist liegt hier der Einstieg in die Mediensucht. Als ich 17 war, habe ich erstmals mit dem Online-Spielen angefangen. Zunächst war es auch nur ein unterhaltsames Hobby für mich. Aber nach der Zeit wurde es bei mir mehr und mehr zu einer Sucht. Mit Anfang 19 bin ich dann von zu Hause ausgezogen, um zu studieren und freute mich natürlich, dass ich jetzt spielen konnte, wann ich wollte und ohne von meinen Eltern ermahnt oder eben vom PC weggerufen zu werden. So war es einfach perfekt.
ersten Semester habe ich die ersten Vorlesungen geschwänzt, weil ich gedacht habe, den Stoff kann ich sowieso ganz leicht zu Hause nachholen. Aber nach ungefähr 3 Wochen habe ich die Uni so gut wie gar nicht mehr besucht und machte mir auch keine Gedanken über die anstehenden Prüfungen. Ich habe einfach nur noch gespielt. Ja, und nach der Zeit habe ich immer aggressiver auf Fragen von außerhalb reagiert, habe mich kaum noch bei meinen Freunden gemeldet und habe mich total vernachlässigt. Meine Freunde hatten es dann auch irgendwann aufgegeben, sich bei mir zu melden oder mich zu irgendwelchen Feiern einzuladen. Es war ein Kreislauf. Und aus Frustration habe ich dann nur noch mehr gespielt. Mir ging es nur noch im Spiel gut. Und dieser Zustand machte mir schon selber Angst. Ja, und als dann die Prüfung kam und ich natürlich fast keine einzige von denen bestanden hatte, wurde mir eben klar, dass ich wirklich ein Problem habe. Und dann im zweiten Semester bin ich dann auch zunächst zu den ersten Vorlesungen gegangen. Doch auch hier wurde das PC-Spielen dann für mich irgendwann tagsüber schon wieder deutlich attraktiver, weil ich eben so viel im ersten Semester verpasst hatte und so überhaupt nicht mehr jetzt mit dem Stoff mitgekommen bin. Und deshalb habe ich dann eine Therapie begonnen, um mein Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Und seitdem mache ich auch schon kleine Fortschritte und ich werde mir immer bewusster darüber, wie das PC-Spielen mein Leben kaputt macht. Und ich versuche jetzt nur noch 2 bis 3 Abende in der Woche online zu gehen und melde mich jetzt auch schon wieder öfters bei meinen Freunden und meiner Familie und habe auch schon wieder denen mehr Vertrauen gewonnen. Welche Medien bzw. welche Aktivitäten sind Jugendlichen in ihrer Freizeit eigentlich am wichtigsten? Wir haben die aktuellen Zahlen. Musik hören steht bei Jungs, aber auch bei Mädchen ganz hoch im Kurs. Ebenso wie die Internetnutzung. Interessanterweise finden 86% der Mädchen, aber nur 77% der Jungs Handys wichtig. Auch beim Thema Radio oder Bücher gibt es Unterschiede. Bei Mädchen kommen diese Aktivitäten wesentlich besser an als bei Jungs. Beim Fernsehen sind die Meinungen dann mit 46 bzw. 51% wieder relativ ausgeglichen. Das Thema Computer bzw. Videospiele sorgt allerdings für deutliche Diskrepanzen und wird vom männlichen Geschlecht ganz klar bevorzugt. Vor allem, wenn es um den heißgeliebten Computer oder die Spielekonsole geht, haben Kinder und Jugendliche ihre eigenen Ansichten. Zum Leidwesen der Eltern natürlich. Nick, mach doch mal bitte leiser. Andere Kinder spielen auch draußen. Nee, ich möchte aber nicht. Du gehst jetzt bitte raus. Mediensucht sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vor allem Eltern sollten die Computernutzung ihrer Kinder ganz genau beobachten. Wir haben die wichtigsten Fakten für Sie noch einmal zusammengefasst. Mediensucht, das zeigt sich in vielen verschiedenen Verhaltensweisen. Computerspielabhängigkeit, Internetglücksspielsucht oder auch der Zwang, ständig in Online-Shops einzukaufen, häufig über die eigenen finanziellen Möglichkeiten hinaus. Der Übergang von normaler Mediennutzung bis hin zum exzessiven Gebrauch ist oft fließend und daher ein längerer Prozess. 4,3% der Mädchen und 15,8% der Jungen weisen ein exzessives Spielverhalten mit mehr als 4,5 Stunden täglich auf. Richtige Medienerziehung ist daher schon im Kindesalter notwendig. Ansonsten drohen Leistungsverlust in der Schule und die Vernachlässigung des sozialen Umfeldes. Jugendschutz. Das hieß früher Altersbeschränkung bestimmter Filme im Kino und auch im Fernsehen. Häufig sogar die Zensur bestimmter Szenen.
Doch mit dem Internet sind neue Probleme gewachsen. Gewalt, Pornografie, Sex. Von allen Seiten prasseln diese Dinge medial auf uns ein. In Nachrichten, auf Webseiten, in sozialen Netzwerken und sogar durch Computerspiele. Wer kontrolliert hier eigentlich altersgerechte Inhalte? Gibt es einen Jugendschutz? In Deutschland ist der Jugendschutz gesetzlich geregelt. Das Jugendschutzgesetz setzt klare Grenzen bezüglich des Konsums von Tabak und Alkohol. Darüber hinaus gibt es die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Sie kann Filme, DVDs, aber auch alle neuen Medien mit Ausnahme des Rundfunks indizieren, das heißt mit einer Altersfreigabekennzeichnung versehen. Für Eltern, die ganz sicher sein wollen, dass ihr Kind im Internet nur altersgerechte Inhalte sieht, gibt es eine spezielle Jugendschutzsoftware, die auf dem Computer installiert werden kann. Dadurch werden erotische oder gewaltverherrlichende Inhalte automatisch geblockt. Wie stellen sich Eltern und Erwachsene Jugendschutz im Internet vor? Wir haben uns auf der Straße umgehört. Verantwortlich sind die Leute, die das publizieren. Und wir Eltern, wir können ja wenig machen. Also einmal selber natürlich darauf achten, dass sie nicht uneingeschränkt Zugriff haben aufs Internet, auf den Zugang. Und grundsätzlich vielleicht auch mit denen darüber unterhalten und sie vielleicht auch, je nachdem, was für ein Alter sie erreicht haben, aufklären. Ich denke mal, ganz schützen kann man sie gar nicht davor. Aber man sollte schon sein Möglichstes tun, sie da vor Medien zu schützen, die sie nicht sehen sollen. Auf jeden Fall sollte man es begrenzen, beziehungsweise man sollte es beobachten, was sie überhaupt angucken. Also ich würde da schon eher so Lehrgänge oder sowas, halt noch so Informationsveranstaltungen durch die Schule auch machen. Eher das spricht, denke ich, Kinder eher an. Ich glaube, es gibt ja die Möglichkeit, dass man das Internet verschließt. Das würde ich, glaube ich, wenn ich Kinder hätte, auf jeden Fall machen. Und ansonsten würde ich sie so schnell wie möglich aufklären. Und halt sagen, dass es da wirklich auch Kontakte geben kann, die nicht ganz so ehrlich gemeint sind, wie sie rüberkommen. Ich versuche mich zu informieren, was sie spielen und was sie für Medien nutzen. Ich spreche mit ihnen darüber, über Facebook-Appearance zum Beispiel und was sie sonst nutzen an Medien. Versuche mir klar zu werden darüber, ob das Verhalten der Kinder akzeptabel ist oder nicht. Wir haben da nicht viel gemacht. Wir haben irgendwie darauf vertraut, dass sie das selber mit ein bisschen Ermahnung von uns kann. Und wenn die in einen Freundeskreis eingebunden ist und ihre für sie interessanten anderen Aktivitäten hat, dann hockte die auch nicht den ganzen Tag vor der Glotze. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind wäre vom Internet besessen und würde nichts anderes mehr machen. Eine grausige Vorstellung, oder? Jugendschutz. Damit beschäftigen sich auch Experten. Wir haben einige zu diesem Thema befragt. Harmonische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dass sie nicht beeinträchtigt wird durch ein Medienprodukt. Und da geht es dann um eine sozial-ethische Desorientierung, es geht um Gewalt oder es geht um Ängstigung. Also Ängstigung sind nachhaltige Ängstigungen. Und da muss man dann entscheiden, hat dieses ein Potenzial zur nachhaltigen Ängstigung? Werden hier Gewaltdarstellungen vorgeführt, die nicht aufgefangen werden, die selbstzweckhaft sind? Und dann sagen wir, also selbstzweckhafte Darstellung von Gewalt, das ist eigentlich desorientierend, weil es den Eindruck vermittelt, man könne sich mit Gewalt irgendwie durchsetzen im Leben. So sind die Kriterien dann. Klar ist, wenn es dem Kind schadet, aus welchen Gründen auch immer, hat man als Eltern nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, es zu verbieten. Der andere Aspekt ist, den Kindern auch klar zu machen, was finanziell möglich ist. Also eine Gelderziehung samt eigenem Taschengeld zur freien Verfügung
ist fundamental wichtig, damit die Kinder sehr früh lernen, dass die Konsumbäume nicht in den Himmel wachsen. Und dann ist es eben auch wichtig, den Kindern auch zu signalisieren, was man selbst gut findet oder auch nicht gut findet. Das Fernsehen gar nicht mehr unbedingt so kritisch beäugen muss, ne? Steht außer Frage, dass es natürlich diese FSK-Regeln und USK-Regeln haben natürlich ihren Sinn. Es sollte schon so sein, dass Jugendliche oder Kinder davor geschützt werden, unangemessene Inhalte zu sehen, denn Jugendliche und auch in ihrer Wahrnehmung, ich habe es vorhin im Zusammenhang mit der Werbung gesagt, können viele Sachen einfach noch nicht so auf einem kognitiv hohen Niveau verarbeiten. Ja, für die ist das alles, was sie sehen, so ein bisschen näher, emotionaler. Ne? Und wenn man eben noch keine Möglichkeiten hat, Dinge, die jetzt irgendwie exzeptionell sind, zu verarbeiten, dann ist es natürlich auch so, dass man davon ausgehen kann, dass so gewisse Mini-Traumatisierungen auftreten können. Nicht müssen, aber zumindest, dass das Kind irgendetwas erlebt, womit es noch nicht umgehen kann, was nicht verarbeitet werden kann und was dann eben nachhallt. Altersgerechte Medienerziehung und Jugendschutzsoftware helfen Eltern, ihre Kinder vor den Gefahren des Internets zu schützen. Wenn sie aber das Gefühl haben, alleine nicht mehr weiterzukommen, können sie sich an entsprechende Organisationen wenden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend informiert auf seiner Homepage über Angebote und über zahlreiche Beratungsstellen in ganz Deutschland. Unter www.jugendschutz.de finden Sie Adressen auch in Ihrer Nähe. Hier können Sie sich über Veranstaltungen informieren, Infoprospekte anfordern und Antworten zu allen Fragen des Jugendschutzes erhalten. Ja, die größte Veränderung sind ja jetzt die Online-Medien. Also, dass wir jetzt mit Internetgeschichten zu tun haben und Internetangeboten und dass das natürlich sehr, sehr kompliziertes Feld ist. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass der Jugendmedienschutzstaatsvertrag nicht unterzeichnet wurde, der versucht hat, ein bisschen auf diese, also eine gesetzliche Grundlage für die Internetgeschichten eben zu schaffen. Aber es wird schon eine ganze Menge getan. Das, was mir wichtig erscheint, ist, dass es immer sozusagen so ein Zweiklang gibt. Auf der einen Seite haben wir technische Lösungen, die wir selbst auch anbieten, wie Instrumente wie Safe Search, also den Sicherungsmodus innerhalb der Suche, oder bei YouTube gibt es einen Sicherungsmodus. Und das muss Menschen, insbesondere Erwachsenen, Eltern klar sein, dass es das gibt und dass sie eine Verpflichtung haben, das einzusetzen, wenn sie ihre Kinder vom Computer lassen. Wenn Eltern ihren Kindern was Gutes tun wollen, dann sollen sie sich mit den Medien beschäftigen, die Kinder sehen und sich damit auseinandersetzen und nicht einfach möglicherweise was verbieten, sondern ihnen auch sagen, warum sie das zum Beispiel nicht gut finden, wenn sie dieses oder jenes sehen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Beschwerden, dass Eltern mit ihren Kindern in einen Film gehen, der ist FSK 12 freigegeben, und dann beschweren sie sich hinterher, meine Tochter fand das ja unmöglich, dass da immer so schlechte Worte gesagt wurden oder so. Aber dann sind sie doch selber schuld, sie hätten ja nicht hingehen müssen. Wir sind vom Jugendschutz der Meinung, dass aber grundsätzlich die Tochter so weit reif sein kann, dass sie von sich aus sagen kann, diese Worte gefallen mir nicht, die sage ich auch nicht. Aber Eltern sind manchmal anders, ne? Die tun dann so, als wenn wenn da 12 steht, muss das auch nach ihren Vorstellungen richtig sein, ne? Medien werden sich immer weiterentwickeln, wir werden immer neue Fragestellungen haben, auf die eingegangen werden muss. Schulen haben so viele Fragen zu beantworten und das ist nur eine von vielen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu helfen, wirklich sinnvoll umzugehen. Aber wir müssen eben Eltern auch helfen. Eltern sind diejenigen, die als erstes mit ihren Kindern ins Netz gehen. Sie begleiten die ersten Schritte mit ihren Kindern ins Netz machen. Das sind nicht die Lehrer und das sind auch nicht die Erzieher, sondern das sind idealerweise die Eltern. Jugendschutz ist ein Thema, das alle angeht und immer wichtiger wird. Jugendliche sind ständig online, daher sollten Eltern immer gut informiert sein. Damit Kinder und Jugendliche durch die Medien nicht auf die schiefe Bahn geraten, spielt Jugendschutz eine wichtige Rolle. Aufklärung ist wichtig. Darüber hinaus wird kontinuierlich an neuen Gesetzentwürfen und Verbesserungen gearbeitet. Schärfere Kontrollen medialer Angebote kommen aber nicht bei allen gut an. Konsumenten sehen in zensierten Filmstellen beispielsweise eine Einschränkung des Seherlebnisses. Dennoch sollte man das Thema Jugendschutz nicht zu nachlässig angehen. So fordert die Kommission für Jugendmedienschutz per Gesetz die Installation eines Pornoschutzfilters auf internetfähigen Endgeräten wie Computern, Tablets und Handys.
Bis es jedoch soweit ist, sollten Eltern aufmerksam sein und sich mit der Mediennutzung ihrer Kinder kritisch auseinandersetzen. Eltern dürfen sich nicht nur auf staatliche oder freiwillige Kontrollen verlassen, sondern stehen ebenso in der Pflicht. Mit der Entstehung digitaler Medien haben sich daher auch die Aufgaben der Eltern in Bezug auf die Mediennutzung ihrer Kinder geändert. Aber wie sind digitale Medien eigentlich entstanden? Alles um uns herum ist digital. Das Telefon, das Fernsehen, der Computer. Doch digitale Medien entstanden nicht über Nacht, sondern sind das Ergebnis einer andauernden Entwicklung. Mit der Erfindung des Telefons und des Rundfunks setzte eine Entwicklung ein, die bis heute anhält. Als neue Medien wurden anfänglich das Radio und das Fernsehen bezeichnet. Seit Mitte der 90er Jahre ist der Begriff für alle elektronischen, digitalen und interaktiven Medien gebräuchlich. Digitale Medien sind Geräte zur Berechnung, Aufzeichnung, Speicherung, Verarbeitung, Verbreitung und Darstellung digitaler Inhalte. Also zum Beispiel der Computer, ein Smartphone, ein E-Book oder das Internet. Der Begriff Multimedia hingegen ist nicht eindeutig definiert, sondern bezeichnet zumeist Inhalte und Werke, die aus mehreren, meist digitalen Medien bestehen, wie zum Beispiel Text, Fotografie, Animation, Audio und Video. Wir wollten wissen, wie Experten den Begriff Multimedia definieren und was sie davon halten. Es geht mit dem Fernsehen los, wo sich einfach durch das Privatfernsehen, durch die Einführung der Kinderkanäle, einfach das Angebot für die Kinder vervielfacht hat. Das gab es in der Form früher nicht. Das Gleiche sehen wir auf dem Zeitschriftenmarkt, wo es früher nur ein paar Flaggschiffe gab, die den Markt dominiert hatten, von einer Mickey Maus, einer Wendy bis zur Bravo. Sehen wir heute unendlich viele verschiedene Zeitschriften, die um die Gunst der Kinder buhlen. Das Internet ist dazu gekommen, natürlich der Computer und das ganze Thema Spielkonsolen hat sich erheblich verbreitert. Das war zu meinen Anfangszeiten in den 90er Jahren noch ein Nerd-Thema für ein paar wilde Jungs und heute spielt ja eigentlich fast jeder. Also es ist viel mehr an Medien dazu gekommen. Das letzte Thema mit den Tablets, iPad, diese Dinge, Handy ist dazu gekommen. Ganz viel Veränderung. In der Kommunikationswissenschaft machen wir sehr viel Stereotypenforschung. Und das sehen wir, wenn Kinder und Jugendliche Computer spielen und neue Länder kennenlernen, dann lernen sie die zum Beispiel zuerst durch Computerspiele kennen. Wenn Länder diese Locations sind für Computerspiele, wenn First-Person-Shootern zum Beispiel im Nahen Osten spielen oder in den USA spielen oder in Frankreich spielen, lernen sie diese Kinder durch die Computerspiele kennen. Ein ganz tolles Beispiel dafür, in Anführungszeichen tolles Beispiel, ist GTA, Grand Theft Auto Mobile, das dann in New York spielt oder es spielt dann in San Francisco, Los Angeles und wo dann die Jugendlichen sozusagen als Gangster mit dem Auto durch die Stadt fahren. Und das prägt sie, das nehmen sie mit. Und das prägt genauso wie Kinofilme, Fernsehnachrichten oder auch andere Medien. Es ist in der Tat so, dass die Draußenzeit der Kinder dramatisch runtergegangen ist. Also die Zeit draußen zu spielen ist weniger geworden. Und da spielen die Medien mit Sicherheit eine große Rolle. Interessant ist ja, dass sich das Fernsehen oder die Fernsehzeit nicht wirklich verändert hat, sondern Fernsehen ist konstant. Was aber hinzugekommen ist, ist eben die Zeit, die man vor anderen Bildschirmen verbringt. Aber es sind nicht nur die neuen Medien. Man merkt halt auch die Einstellung der Eltern, dass draußen Spielen, ich will nicht sagen unterbunden wird, aber auch nicht mehr in dem Maße gefördert und gefordert wird, wie das früher der Fall war. Kommunikation. Das stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie teilen oder mitteilen. Also der Austausch von Nachrichten und Informationen auf unterschiedlichen Wegen. Welche Kommunikationsformen am häufigsten genutzt werden, haben wir für Sie recherchiert. Die digitale Entwicklung macht auch vor der Kommunikation nicht Halt. 65% der Befragten nutzten das Telefon, um mit anderen zu kommunizieren. Die Mehrheit aller Befragten nutzten ebenso häufig die Möglichkeit einer SMS oder eines Internetchats. 41% bevorzugen das Handy zum Nachrichtenaustausch. Und fast ebenso viele die Möglichkeit eines Instant Messengers, wie zum Beispiel WhatsApp. E-Mails werden von rund einem Drittel der Befragten als Kommunikationsform genutzt. Und der gute alte handgeschriebene Brief,
Das einzige nicht digitale Medium hier spielt nur noch für 5% der Befragten eine Rolle. Digitale Unterhaltung wird immer beliebter. Spielekonsolen sind heute vielerorts das, was früher das Brettspiel war. Viele Kinder wachsen mit digitalen Medien und Unterhaltungsangeboten ganz selbstverständlich auf. Was allerdings passieren kann, wenn die Technik uns im Stich lässt, das sehen Sie jetzt. Oh Mann, meine Batterie ist leer. Echt? Was machen wir jetzt? Komm, lass uns rausgehen. Es muss keine Konsole sein, auch auf dem Computer und dem Handy kann man spielen. Wie beliebt das ist, haben wir herausgefunden. Jeder Dritte in Deutschland hat schon einmal ein Handyspiel gespielt oder tut dies regelmäßig. 27% besitzen eine Spielkonsole zu Hause und rund jeder Fünfte nutzt den heimischen Computer oder Laptop zum Spielen. Wie werden sich die Medien entwickeln? Wir haben einen Blick in die Zukunft gewagt. Printmedien werden es immer schwerer haben. Seit Jahren sind die Auflagenzahlen rückläufig. Viele Verlage bieten jetzt schon digitale Ausgaben an. Experten glauben, dass in wenigen Jahren nur noch einige wenige Luxusausgaben in gedruckter Form erscheinen werden. Aber auch das Fernsehen muss umdenken. Schon jetzt ist 3D und Smart TV in aller Munde. Der Fernseher wird immer mehr und mehr zum überdimensionalen Computerbildschirm. Und wird eines Tages den PC vermutlich sogar ersetzen. Internetfähige Fernseher sind jetzt schon weit verbreitet. Bleiben Sie dran, nach einer klitzekleinen Pause sehen wir uns wieder. Werbung. Des einen freut, des anderen leid. Fernsehwerbung, sie kommt immer im unpassendsten Moment, nämlich dann, wenn es am spannendsten ist. Das ist natürlich Kalkül und kein Zufall, denn hinter der Werbung steckt ein Milliardengeschäft. Verbraucher sollen auf Produkte aufmerksam werden, kaufen und Umsätze steigern. Mittlerweile sind wir überall von Werbung umgeben. Und wenn wir alte Reklamespots von früher sehen, dann müssen wir häufig darüber lachen, weil sie so herrlich, einfach und naiv sind. Aber seit wann gibt es Werbung und welche Auswirkungen hat die Werbung auf uns? All das erfahren Sie jetzt bei uns. Werbung gibt es nicht erst, seit es Zeitschriften oder Fernsehen gibt. Schon im alten Ägypten wurde geworben. Marktschreier haben ihre Waren angepriesen. Auf Steintafeln wurden Preise und Angebot öffentlich gemacht. Werbung im heutigen Sinn sieht anders aus. Bereits die ersten Tageszeitungen im 17. Jahrhundert enthielten Werbung. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannte man den Vorteil der Zielgruppenansprache. Werbung für Produkte richtet sich nun konkret an bestimmte soziale Schichten. Und langsam begannen auch Unternehmen, groß angelegte Werbekampagnen ins Leben zu rufen. Plakate, Schaufenster, Litfaßsäulen werden zur Werbefläche. Wünsche und Bedürfnisse des Konsumenten werden angesprochen. Die Werbung wird psychologisch. In den Wirtschaftswunderjahren erlebt die Werbung einen neuen Boom. Fernsehwerbung entsteht, macht Lust auf mehr und fördert den Konsum. Sie gerät aber auch zunehmend in die Kritik. Manipulation ist das Stichwort. Mit Einführung des Privatfernsehens bietet sich den Werbetreibenden eine völlig neue Möglichkeit. Musste man früher um einen Sendeplatz kämpfen? Hat man heute die freie Wahl, wo, wann, wie lange und wie oft. Mit dem Internet entstanden dann völlig neue Werbeformen. Das Konsumverhalten wird analysiert, Werbung ist nun auf die Ansprüche und Wünsche des Nutzers zielgenau ausgerichtet. Wir haben Passanten gefragt, was sie über Werbung denken. Also es wird ja in der Werbung bestimmtes
suggeriert, wenn man das und das hat, ist man cool oder dabei oder in oder wie auch immer. Und vermutlich deswegen die Marke, um ja, das nachzuleben, was in der Werbung vermittelt wird. In Werbung, da kommen auch manchmal Sachen vor, die sind auch witzig. Und manche Sachen, die sind auch nicht toll, und dann schalte ich einfach um oder mache dann mal kurz aus. Dass Werbung natürlich auch manipuliert. Es ist immer ein Zweck des Konsums und darauf muss man die Kinder einfach hinweisen. Also der positive Punkt ist sicherlich eben, dass man so auch auf Produkte aufmerksam gemacht wird. Der negative vielleicht eben insofern, dass man natürlich auch versucht wird, dass man beeinflusst wird, ganz bestimmte Produkte zu kaufen. Bei Werbung gucke ich ganz gerne, weil dann rate ich immer, wenn sie noch nicht gesagt haben, von was es ist, rate ich immer, für was es ist und so. Werbung, die ich spannend finde und über die ich mich amüsiere, und dann gucke ich auch schon mal zu. Ich meide die Sender, wo es Werbung gibt. Wenn einer Jeans trägt und die modisch sind, dann müssen sie alle die Jeans haben. Und das wird dann über die Werbung natürlich noch immer weiter ausgedehnt. Es ist einfach Werbung. Ich finde es nicht interessant und ich brauche die Sachen nicht. Und ich finde, die werden oft so hochgeschaukelt und die Haare sehen dann in so Shampoo-Werbung total glänzend aus. Und ich habe es mal ausprobiert, aber es war bei mir nie so. Und ja, ich brauche das einfach nicht. Ich finde das langweilig. Und wenn ich Fernsehen schaue, dann gucke ich meist, dass ich die Werbung wegschalte, weil es immer das Gleiche ist und weil ich mir meine eigene Meinung über Produkte bilde, die ich dann kaufen möchte. Glauben Sie wirklich, dass das neue Waschpulver für tagelange Frische sorgt? Oder dass das neue Putzmittel mit einem Wisch auch den gröbsten Dreck beseitigt? Wenn es wirklich so einfach wäre. Wie sehr wir uns vom Fernsehen beeinflussen lassen, haben wir einmal nachgestellt. Abtauchen in eine neue Welt, die Fantasie anregen, die Geschichten im Kopf weiterspinnen und sich Gedanken machen. Das ist Lesevergnügen pur. Doch leider lassen wir uns viel zu oft einfach nur berieseln, schauen fern und unser Kopf ist einfach abgeschaltet. Seien Sie ehrlich, was macht mehr Spaß? Das Geschäft mit der Werbung boomt. Jahr für Jahr wird mehr investiert. Allein für Internetwerbung werden Milliarden ausgegeben. In Deutschland wurden im Krisenjahr 2008 stolze 1,9 Milliarden Euro allein in klassische Internetwerbung wie Banner und Pop-ups investiert. Und der Trend geht ununterbrochen nach oben. Waren es im Jahr 2011 bereits 3,2 Milliarden? So stiegen die Investitionen in den darauffolgenden 3 Jahren auf stolze 4,2 Milliarden. Auch zum Thema Werbung haben uns Experten wieder Rede und Antwort gestanden. Also Werbung stellt in den meisten Fällen nicht wirklich die Realität dar, sondern es wird in der Regel, um das Produkt zu verkaufen, eine Situation dargestellt. Und durch den Kauf dieses Produkts oder den Erwerb dieses Produkts gibt es natürlich so einen Effekt, dass es einem plötzlich super gut geht. Also ob es jetzt zum Beispiel ist, dass man ein bestimmtes Anti-Pickel-Mittel benutzt und plötzlich ist man für die ganzen Gleichaltrigen attraktiv, wenn man das verwendet hat. Also Werbung ist tatsächlich auch wieder ein sehr spezielles Feld. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Die klassische Werbung, wie man sie aus Printmedien kennt, ja, oder auch aus Anzeigenwerbung oder Fernsehwerbung, da ist es so, dass diese Form der Werbung offensichtlich nicht mehr so die starke Wirkung auf den Konsumenten hat. Man weiß inzwischen, okay, ein Fernsehprogramm wird regelmäßig durch einen Werbeblock unterbrochen, und normalerweise ist es so, dass dann, sobald der Werbeblock beginnt, der Konsument, der potenzielle Konsument, so ein Stück weit abschaltet. Das heißt, die Werbung wirkt bestenfalls noch indirekt auf ihn und wirkt noch indirekt auf seine reale Kaufbereitschaft auch. Ja. Andere Frage ist natürlich, wie wirkt sich internetbasierte Werbung auf den Konsumenten aus? Ja. Also wir haben ja jetzt auch im Internet die Möglichkeit, dass man zugeschnittene Werbeeinblendungen bekommt. Ja. Also wenn man in Google jetzt sich einloggt über seinen normalen PC, dann hat man auch eben die ersten Treffer, die so ein bisschen darauf abzielen, welche Seiten wurden zuletzt aufgerufen. Ja. Das gleiche wird ja auch immer wieder für Facebook und
und so weiter postuliert, dass das auch offensichtlich so ein bisschen in die Richtung geht. Und da ist es tatsächlich so, dass vermutet werden darf, dass diese Art der Werbung, weil sie eben plötzlicher auftritt, weil sie eben unerwartet auftritt, weil sie auch auf mich zugeschnitten auftritt, eine wesentlich stärkere Beeinflussung der Kaufbereitschaft ausübt als die klassische Fernsehwerbung. Ja. Also diese versteckten Produktpromotions, wie sie zum Beispiel in Frauenzeitschriften ohne Ende finden, wo halt als redaktioneller Beitrag getarnt Werbung für ein Produkt gemacht wird, darf es in Kinderzeitschriften in der Form nicht geben. Gibt es klare Dinge dazu. Auch zum Beispiel die direkte Aufforderung, dass man ein Produkt kaufen soll, ist nicht gestattet. Es ist auch nicht gestattet, ein Produkt direkt mit Sozialprestige zu koppeln, im Sinne von, wenn du das hast, wirst du cool. Also das sind alles Dinge, wo es eigentlich eine Selbstverpflichtung der Branche gibt, diese Dinge nicht zu tun, was natürlich nicht heißt, dass sowas im Einzelfall dann doch mal gemacht und versucht wird. Das Internet ist und bleibt das Medium der Zukunft. Hier werden weltweite Trends gesetzt, auch in Sachen Werbung. Im Internet muss man auffallen, um gesehen zu werden. Alles, was anders ist, erregt Aufmerksamkeit. Guerilla-Werbung. Das sind Aktionen, die sich auf einem schmalen Grat zwischen Legalität und Illegalität bewegen. Oder aufwendig inszenierte Werbespots, die unterhalten oder eine bestimmte Botschaft verbreiten. Wenn sie gut gemacht sind, verbreiten sie sich rasend schnell. Man spricht von viraler Werbung. Immer verrücktere Ideen entstehen. Dass es sich um Werbung handelt, ist dabei oftmals erst auf den zweiten Blick erkennbar. Aber Werbung im Netz kann auch nerven. Hat der Nutzer einmal irgendwo einen Online-Einkauf getätigt, eine E-Mail-Adresse hinterlassen, so kann man sicher sein, auch sogenannte Spam-Mails zu erhalten. Unaufgefordert zugesandte E-Mails, die den Adressaten mit Werbung überschütten. Oder oftmals auch kriminelle Absichten haben. Es hat eben alles seine Vor- und Nachteile, auch im Netz der unbegrenzten Möglichkeiten. Also bei Kindern ist die Besonderheit, dass die Informationen, die sie wahrnehmen, nicht so gefiltert verarbeiten wie wir. Ne? Das heißt, unterschiedliche Werbung, man kann Werbung ja in ganz unterschiedliche Klassen unterteilen, wirkt auch unterschiedlich stark auf Kinder und Jugendliche. Also gerade emotionale Werbung, also Werbung mit einer, ich sag mal so einer sehr pathetischen Musik, mit einer sehr wuchtigen Musik, mit wuchtigen Bildern, mit so kurzen, knappen, emotional getönten Aussagen, die wirkt wesentlich stärker bei Kindern und Jugendlichen als bei Erwachsenen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und die führt dadurch natürlich auch zu einem erhöhteren, ja, deutlich gesteigerten Kaufwunsch bei dem Rezipienten. Unterm Strich trifft Kinder eigentlich all das, was uns Erwachsene auch trifft. Das heißt, die haben den ganzen Bereich der klassischen Werbung, was im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften stattfindet. Sie haben Event-Marketing, sie haben also Veranstaltungsmarketing, wo die Kinder direkt mit Marken interagieren sollen. Sie haben sehr beliebt bei Kindern natürlich das auf Neudeutsch Produktsampling genannte Verteilen von Produktproben. Internet ist da noch nicht so stark vertreten, weil die Kinder, wenn sie im Internet sind, sich vor allem auf Spiele und Videoseiten bewegen. Also Kinder sollten generell wissen, dass es Werbung gibt, also dass es eben redaktionelle Inhalte auf Webseiten gibt, die eben die eigentlichen Inhalte einer Internetseite sind, aber auch Werbung. Und das sollten sie unterscheiden lernen und sie sollten natürlich auch die Kompetenz besitzen, diese Werbung auszuschalten, sei dies nun zum Beispiel durch das Anklicken des kleinen X's bei einem Pop-up-Fenster oder durch das Verwenden von Pop-up-Blockern oder ähnlichen technischen Hilfsmöglichkeiten. Wie sehr wir aber auch bei vermeintlichen Schnäppchen aufpassen und aufs Kleingedruckte achten müssen, das macht dieses Beispiel deutlich. Ich studiere Fotografie, das heißt, ich bin immer auf dem neuesten Stand, was Kameras betrifft. Und da habe ich eines Tages eine wunderschöne Spiegelreflexkamera in einem Teleshopping-Center gesehen. Und die erschien mir auch sehr günstig, 500 Euro, was normalerweise 600 Euro kostet. Und da dachte ich, ist ein super Preis, bestelle ich, habe ich dann auch getan. Kam dann auch relativ schnell bei mir an. Nur leider musste ich feststellen, dass auf der Rechnung statt
die normalen Versandkosten von 5,99 Euro auch noch Verpackungskosten und eine extra Pauschale für Kreditzahlung aufgelistet wurde. Und ja, und dann musste ich leider feststellen, dass mir die falsche Kamera geliefert worden ist, weil ich wollte eine silberne, kam leider eine schwarze an. Ja, und dann wollte ich die auch zurückschicken, nur gab es leider keinen Rücksendeschein, gab nur eine Nummer. Die musste ich dann anrufen für 1,99 Euro, die Hotline. Und was wirklich unverschämt ist, ich musste die ganze Zeit in der Leitung bleiben und dann wurde ich noch rausgeschmissen. Das heißt, ich musste es nochmal machen und bis ich dann irgendwann mal geschafft habe, die Kamera dann zurückzuschicken. Nur leider wurde mir nicht der ganze volle Betrag zurückerstattet, sondern nur die Hälfte des Betrages, weil angeblich die Kamera nicht in dem Originalzustand zurückgeschickt wurde, was absolut nicht stimmt. Ich habe sie nicht angerührt und ja, und dann wurde mir nur dieser restliche Betrag als Gutschrift auf meinem Kundenkonto gutgeschrieben. Als würde ich jemals wieder irgendwas bei denen bestellen. Das war sehr enttäuschend. Ich bin auch sehr sauer darüber. Ich finde das halt sehr unverschämt von diesen unseriösen Firmen, dass sie da einfach im deutschen Fernsehen ihr Unheil treiben können. Und ja, ich hoffe mal, da wird sich in nächster Zeit was ändern. Werbung ist viel älter, als wir denken. Und schon jetzt sind unsere persönlichen Daten und unser Konsumverhalten für die Werbeindustrie wichtige Kriterien für neue Kampagnen. Aber wie wird die Werbung der Zukunft aussehen? Was passiert, wenn Fernsehen und Internet immer mehr verschmelzen? Die Werbung der Zukunft? Massenwerbung ist out. Das sehen wir beim Fernsehen. Der Impuls, bei einer Werbeunterbrechung wegzuschalten, ist groß. Ganz anders im Internet. In Zukunft wird die persönliche Ansprache immer mehr Bedeutung gewinnen. Angebote werden persönlich auf den potenziellen Kunden zugeschnitten sein. Denn gläsern sind wir aufgrund unserer Nutzerprofile und Daten im Internet schon lange. Datenschützern ist dies ein Dorn im Auge. Verhindern können das die Nutzer aber nicht. Unternehmen investieren Millionen in Werbung, denn sie ist nach wie vor wichtig fürs Geschäft. Außerdem öffnen sich durch das Internet ganz neue Märkte. Manch Händler verschickt seine Ware nicht nur national, sondern dank gut platzierter Internetwerbung auch international. Das Einzige, was den Internetnutzer wirklich vor der Werbeflut schützt? Stecker ziehen. Denn das wahre Leben findet immer noch draußen statt. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und damit auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.